Aloha, ich grüße euch. Ja, eigentlich hätte ich ja was anderes zu tun, ne? Ich müsste mal das Regal streichen. Aber nein, Action bringt wieder neue Sachen raus. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Mimöschen, obwohl ich habe das gerade schon umgestellt. Da ist es schon ein bisschen zusammengegangen, ne? Mimöschen. Und ich zeige euch jetzt nochmal, ne, wie das so. Auf jeden Fall ist es prächtiger wie das letzte Mal, aber es war eben richtig auseinander. Und wenn man jetzt so einmal dran packt, ne, dann geht's so beleidigt. Das Mimöschen. Ich versuche das nächste Mal nochmal, wenn es in voller Pracht ist. Aber ich habe es, weil Emmy hier drauf hopsen wurde und ich habe es noch hier stehen gehabt. Ja, mein schönes Mimöschen. So, ihr Lieben, ja, also ich erzähle euch mal. Also ich lege euch erst schon mal was hin, damit ihr schon mal ein bisschen sabbert. So. Aber das habe ich gar nicht holen wollen, sondern die neuen Lux Paperblöcke. Aber ich kann euch eins sagen, man hat sie mir mitgebracht. Ich habe sie noch nicht am Mann. Die liebe Claudia hat sie mir mitgebracht. Ja, wir stehen per WhatsApp in Kontakt und ja, schreiben uns immer, welcher Action was hat. Und ja, sie hat sie heute in Belgien bekommen und hat mir tatsächlich welche mitgebracht. Ich muss ihr gleich mal schreiben, weil ich glaube, sie ist im Urlaub und ich kriege die gar nicht dann morgen. Oh. Schlimm. Naja. Ja, auf jeden Fall. Heute hatte ich Bürotag. Danach bin ich nach Hause gefahren. Dann hatte ich noch Massage. Und dann habe ich so gedacht, boah, ne, heute ist ja Schlado, scheiß langer Donnerstag. Ne? Das ist noch so ein Begriff von früher, wo alle Geschäfte irgendwie um 6 Uhr geschlossen hatten. Und dann gab es den langen Donnerstag. Ne? Scheiß langer Donnerstag für alle Verkäuferinnen. Mein Mitleid. Ja. Und in Holland ist es so, montags haben viele Geschäfte zu, da machen schon um 5:30 zu, Dienstag, Mittwoch auch, meistens um 18 Uhr ist Schicht im Schacht, Donnerstag geht es dann rund, dann haben viele bis 21 Uhr auf, ja, so ist das und deswegen habe ich gedacht, boah, dann hast du so, ne, nach der Massage tiefenentspannt, da fährst du doch mal gepflegt nach Geleen und guckst mal, ob die neuen Lux Paper Blöcke da sind. Aber nein, waren sie nicht. Was ich bekommen habe, sind Stanzen. 12 Stück. Ich denke, die sind alle neu. Eine kommt mir bekannt vor, weiß ich nicht. Aber ich denke, die sind alle neu. Zeige ich euch gleich. Ich gucke mal, ob ich sie auch durchkurbel. Aber ja, so wird das nie was mit meinem Bastelzimmer. Aber naja, 2,99 Stück, niederländischer Preis. Ich denke, die werden in Deutschland ähnlich kosten. Ne? Ja, ich zeige sie euch jetzt erstmal alle einzeln. So. Die Schmetterlinge. Wobei ich die erstmal ausstanzen muss und dann entscheide ich, ob ich sie behalte. Hier hinten ist ein Beispiel. Wer halt nicht so gern ein langes Video guckt, aber ich werde versuchen, die gleich alle noch durchzukurbeln. So. Und die kam mir halt bekannt vor. Aber ich denke mal, das ist alles, ne, hier neue Aufmachung. Ich glaube, die ist auch neu. So. Und das sind die Beispiele, ne, mit den Kakteen. So, Moment, jetzt muss ich der Emmy gerade mal ein Leckerchen geben. Die ist hier. So, schwupps. Und Lucy, wo ist Lucy? Okay, nicht da. Gut. So, dann haben wir hier so ja, Hängeblumen mit so Makramee-Sachen. Kann man so ein bisschen, ja, doch, kann man erkennen, ne? Aber hier hinten die Beispiele kann man eher erkennen. Dann ja, hier wie so Tex. Dann haben wir hier verschiedene Sprüche. Ich muss mal gucken, was ich, ja, XOXO, lots of kisses und ich glaube, das war's. Ne? Ich muss mal gucken, ich kann es jetzt, weil ich habe einen ausgestreckten Arm. Wie gesagt, ich komme hier mit meiner Tiefe noch nicht so klar, aber ich arbeite daran, wenn hier alles steht. So, was ist hier noch? Big Hugs. Okay, hier sind nur einige. Das ist nicht, also dieses XOXO. Lots of Kisses habe ich gesagt. Big Hugs und das heißt Best. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, wenn wir es durchkurbeln. Ja, dann haben wir hier so was für die
Küche. Nicht unbedingt, ist ja egal. Auf jeden Fall so. Ja, Marmeladenglas. Aber man kann es ja für vieles, vieles andere verwenden. Na, muss ja nicht unbedingt da so ein Glas. Kann man ja auch andere Sachen mitmachen. Dann die Häuser. Fand ich auch total gelungen. So. Ja, die hat mir eigentlich am wenigsten gefallen, aber manchmal täuscht man sich. Ne? Und wie gesagt, für den Preis nimmt man halt einfach mal alles mit. Aber ansonsten verkaufe ich die oder die kommt in die Verlosung. Mal schauen. So, dann haben wir die hier. Und ich meine, so eine hätte es schon mal gegeben. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht habe ich ja irgendwo anders gesehen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ja, so in der Art hat es auf jeden Fall gegeben. Aber davon kann man ja nie genug haben. Weil wenn ich sowas durchkurbel, bin ich immer froh. Ich habe ja die große A4 Big Shot. Wenn ich davon ganz viele habe, dann habe ich in einem Schwung, einmal kurbeln, ganz viele Sachen ausgestanzt. Finde ich total cool. Ja, und... Doch, war so. So, und das ist ein Häuschen, ein Mini-Häuschen. Da bin ich ja total gespannt. So, das ist das. Ja, dann, die sind schon länger. Die hatte ich nur nie mitgenommen. Ich hatte aber jetzt mal, weil das war alles total, unaufgeräumt da. Und dann habe ich ein bisschen sortiert geguckt und dann habe ich mir die doch mal in die Hand genommen und durchgeblättert. Und die gefielen mir dann doch auf einmal irgendwie gut. Na, das hier kann ich gut gebrauchen. Na, mit dem Hirsch finde ich schön. Ich weiß gar, wo die Fahrräder alle drin waren. Und dann ist auch Vellum hier drin. Hier sind Sticker. Na, das habe ich gar nicht irgendwie so am Schirm gehabt. Hier ist dieses Vellum. Auch klasse. Ja, deswegen. Also gab es 3 Stück von. 2 habe ich mitgenommen. Aber die kennt ihr ja alle. Ja. So, nochmal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch noch nicht mitgenommen und denkt so, will ich damit? Das finde ich zum Beispiel prima. Ne? Kann man auch schön mal abpausen. Ich hatte mir dieses Blaupapier oder Schwarzpapier. Ne, Blaupause heißt es. Ne? Geholt fürs Bullet Journal. Da ist das natürlich ideal für. Hier, das sind Aufkleber. Und diese, ich gucke ja auch Holz. Habe ich in dem Maße so noch nicht gesehen. Das sind auch Aufkleber. Ne? Wenn ich das mal vorher gewusst hätte oder mir die auch mal angeguckt hätte, dann hätte ich sie schon vorher geholt. So. Jo. Ne? So, hier so ein bisschen Kawaii-mäßig auch schön. Preis. Ich gucke, wie gesagt, niederländischer Preis. Ja, Stand Schablone 2,99. Also Alphabet-Sticker, Knutzelblock A5, 99 Cent haben die gekostet. So, dann, weil ich den komplett fast verbastelt habe und verklebt habe mit den diesen niedlichen Tierchen, durfte der nochmal mit. Ja, ich habe den Löwen, den Elefant, den Fuchs, das alles. Habe ich die Schildkröte, das hier, der, den Dino nicht. Das habe ich in den Wal, habe ich alles verbraucht. Und ja, der lag da rum. Und ich denke, ach, nimmst du nochmal mit. 1,49. Der Stanzblock. Auch nicht neu, ist alt. Aber was neu ist, Stencil-Stickers. So, ich habe 3 verschiedene. Es gibt aber 4. So, noch, es gibt noch eine andere Schrift. So, und zwar, jetzt muss ich mal lesen. Papierrückseite entfernen und auf die Oberfläche kleben. Gewünschte Farbe auftragen. Für Muster, Schablone verschieben. Oh Mann, Brille. Und obiges wiederholen. Also, ne, das sind hier diese Buchstaben. Da kann ich hier, sind auch Beispiele hier oben. So. Kann ich irgendwo drauf pappen. Das klebt halt, das verrutscht nicht. Und kann dann sprayen, tupfen, pinseln
whatever ich möchte. Und habe dann, hier, das ist das. So. Und dann haben wir einmal die Schrift. Und dann diese Schrift. Wie gesagt, eins gab es noch. Ich weiß gar nicht, wieso ich es nicht mitgenommen habe. Ist ja auch egal. 79 Cent ein Set. Wie gesagt, ist ein niederländischer Preis. Kann ich nicht sagen, was sie in Deutschland kosten. Entweder gleich oder um den Dreh rum. Ja, das war es auch schon. Reicht dir auch schon wieder. Ne? Aber eigentlich wollte ich die Lux-Paper-Blöcke. Aber ich drehe ein Video, sobald mir Claudia die zukommen lässt. Und ich gönne dir ja den Urlaub, aber doch nicht, wenn die Lux-Paper-Blöcke hat. Also ich hoffe, sie kommt bald wieder, damit ich da ein Video drehen kann. So, und jetzt gucken wir mal bei den Stanzen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn meine Maschine? Weil ich glaube, ich muss doch die große rausholen. Ich schalte euch mal kurz ab und dann wieder zu. So, ihr Lieben, ich muss euch leider enttäuschen. Da komme ich jetzt nicht dran. Da muss ich so viel räumen und ich werde es, denke ich, nächste Woche. Ich denke, ich werde am Wochenende das oder jetzt morgen das Regal streichen, dass ich es übermorgen einräumen kann. Dann am Wochenende mein Bastelzimmer fertig machen. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt. Und dass ich dann mal stanzen werde, weil das hat jetzt hier keinen Zweck. Da muss ich umräumen und das ist wirklich. Nee, bei aller Liebe nicht. Würde ich gern, aber nein. Nein, nein, nein. So, aber dafür, ich gucke mal, ob ich ein bisschen näher holen kann. So, Moment. So, ich werde euch die nochmal in aller Ausführlichkeit hier zeigen. Das ist die Stanze mit diesem Häuschen. Ja, dann könnt ihr hier die Beispiele, zeige ich euch in aller Ruhe. Sowas in der Art gab es auch schon. Kann ich mich auf jeden Fall habe ich sowas in der Art. Und ich meine, das wäre auch vom Action. Hier sind die Beispiele hinten. Sehr schön. Oh, es will nicht hier. So, dann haben wir hier die mit den Baumstämmen. Und das ist der Fuchs. Und da kann man das rauszaubern. Hier kann man halt so eine Öffnung machen in die Karte. Also so ein, wie soll ich es, ich drehe es rum, da könnt ihr es sehen als Beispiel. So, ja, dann diese hier. Das waren ja die, die mir am wenigsten gefallen haben. Aber das entscheide ich dann auch, wenn ich die ausgestanzt habe, ob ich die behalten möchte oder nicht. So, dann haben wir die Häuser. Dann hier dieses Glas. Finde ich ja mega. Kann man auch schön, ne, ausstanzen. Und dann kleine Punkte ausstanzen in bunt und dann, wenn man abnimmt, ne, für jedes Kilo oder für jedes halbe Kilo ein Punkt. Und dann, wenn es voll ist, dann weiß man schon, so viel habe ich abgenommen. So für Bullet Journal Freaks unter euch. So, und ja, jetzt kann ich es auch lesen. Hier steht Thank you, XOXO. Ne, das kann ich nicht so. Hip Hooray, ne? Big Ha, Big. Lots of Kisses. Hier hinten ist halt nur dieses Beispiel. Hip, hip, hooray. Ja, wir lassen es überraschen. Wie gesagt, ich werde die alle testen, ja, aber ich kann hier nicht in dem halb aufgeräumten Zimmer, weil ich habe auf der einen Seite alles stehen, da müsste ich alles wegräumen, weil die Stanzmaschine ganz
in der hintersten Ecke ist. Und nö. Ne? Müsst ihr euch hiermit zufrieden geben, aber ich denke, damit ist schon mal ein bisschen Neugier befriedigt. Ich hole es auf jeden Fall nach. So, die finde ich ja mal mega. Ne? Also cool. Aber hier ist mit den Kakteen. Wie gesagt, das kommt mir eigentlich auch bekannt vor. Ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, ich habe schon so eine ähnliche Pflanze nicht aus dem Action oder ich weiß es nicht. Könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben, ob es das schon mal gab. Weil irgendwann verliert man mal einen Überblick bei so viel Pflanzen aus dem Action. Und natürlich Ali. So, hier haben wir die. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Vorfreude geben, ne, auf das, was kommt. Schade, dass ich die Lux Paper Blöcke halt noch nicht in Händen halte. Ich habe es ja persönlich nicht bekommen, sondern Claudia hat sie mir besorgt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich werde die gleich mal an WhatsAppen und fragen, wann ich denn in den Genuss der Blöcke komme und werde selbstverständlich, sobald ich die habe, ein Video hochladen. Ne, Video drehen und hochladen. Egal, ob ich streiche oder nicht streiche oder ne, schauen wir mal. Aber ich persönlich denke, ich werde nicht am Wochenende nochmal irgendwie in Action fahren und gucken, sondern ich habe sie ja jetzt einmal und falls sie jetzt eine Woche weg ist, dann ist das so. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Lasst mir einen Kommentar da, schreibt mir eine E-Mail. Ja, und wenn ihr einen Daumen nach unten setzt, dann sagt mir doch mal, warum? Oder klickt doch einfach weg. Euch zwingt ja keiner, mich zu gucken. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und ich denke, wir sehen uns. Tschüss!